Wie wird das jetzt eigentlich, oder wie ist da der Ausblick? Werden wir uns wahrscheinlich jetzt jedes Jahr impfen lassen müssen mit angepassten Impfstoffen, wie bei der Grippe, oder könnte es dann irgendwann auch mal erledigt sein? Also ich nehme eher an, dass es so werden wird, dass es wie bei der Grippe der Fall ist, dass man einfach jede Saison quasi eine Corona-Impfung, vielleicht auch eine kombinierte Influenza- und Corona-Impfung anbieten sollte und da auch wieder besonders die Risikopersonen halt möglichst perfekt durchzuimpfen. Das ist natürlich, wenn wir unsere Erfahrungen hernehmen mit der Influenza-Impfung, haben wir da auch gerade eine sehr große Begeisterung, die wir da auslösen.